Freddy Barth ist ein Star zum Anfassen. Für das letzte Europarennen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft WTCC hat Seat rund 70 Gäste eingeladen, um Freddy moralisch zu unterstützen. Er bietet im Gegenzug einen tiefen Einblick in das Rennsportgeschehen. Ein beachtliches Programm, wenn man bedenkt, dass Barth sich nebenbei auf das Rennen konzentrieren muss. Doch dies scheint für ihn alles kein Problem zu sein. Es macht einfach Spaß und Spaß ist das Wichtigste. Wenn man Spaß hat, ist man auch konzentriert. Freddy Barth, ein 1000 Sassa. Das weiß ich nicht. Ich mache, was ich kann. Ob das 1000 Sassa ist oder etwas anderes. Ich mache das, was mir Spaß macht, wie es gerade geht. Und es geht anscheinend gut. Seit dieser Saison fährt Barth in der WTCC. Aktuell liegt er bei den Rookies, den Neulingen, auf dem 2. Platz. Im Vergleich zum Seat Leon Euro Cup, wo er letztes Jahr mitfuhr, geht es in dieser Serie auf und neben der Rennstrecke richtig zur Sache. Geht es in der WTCC aggressiver zu als beim Seat Leon Euro Cup? Die Frage ist, an was misst man die Aggression? Tendenziell sind einfach die Fahrer sehr, sehr berechnet. Die wissen genau, was sie machen und gehen genau bis ans Limit an und versuchen nicht darüber rauszugehen. Und in einer anderen Serie hast du halt viele, die das nicht so genau abschätzen können. Und dort wird es aggressiv halt schnell mal zu einem unkontrollierten Unfall. Und da ist es einfach wirklich immer eine sehr, sehr grenzwertige Sache. Und das zeichnet halt WM aus, dass wirklich alles Profis sind, die da fahren. Es hat keine, die da irgendwie einfach nur in der Nase bohren. Glück und Pech in dieser Serie liegen sehr nah beieinander. Das musste der Zürcher schmerzlich erfahren. Nachdem er in der Qualifikation am Samstag überzeugen konnte, war der Rennsonntag dann mit mehr Problemen verbunden. Im ersten Rennen belegte Freddy den 7. Platz und im 2. Lauf musste er an 2. Position liegend wegen eines gebrochenen Radträgers aufgeben. Dabei lief bis dato alles für Barth, sogar seine ersten Führungskilometer durfte er sammeln. Ein anderer Schweizer in der WTCC ist Chevrolet-Werksfahrer Alain Menu. Er freut sich, dass mit Barth ein Landsmann mitfährt. Ich bin schon beeindruckt von ihm. Ich kenne Freddy seit 3 Jahren, als er noch für Seat bei der Supercoppa startete. Jetzt fährt er bei der Tourenwagen-WM, wo es schwer ist, reinzukommen und wo hart gekämpft wird. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber wenn es einen gibt, der dies alles meistert, dann ist es Freddy. Ich weiß, was für Opfer er bringen musste, um das nötige Geld zusammenzubringen. Er ist ein Typ, der immer mehr als 100% Einsatz gibt. Einer, der Freddy Barth seit Beginn seiner Karriere kennt und begleitet, ist Rennsportexperte Stefan Lüscher. Er ist ja nicht nur jetzt der, der fährt, sondern er tut sich auch sehr intensiv mit der Technik auseinandersetzen. Also er ist dann nach dem Training ist er dann stundenlang mit seinen Ingenieuren am Laptop. Und das zeichnet ja dann auch den Fortschritt aus in einer nächsten höheren Klasse. Und wenn man wirklich mit diesen Parametern, mit all dem kann arbeiten, das Auto abstimmen und einstellen, dann schafft man es, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und da macht er einen sehr guten Job, weil das hat er wirklich drauf. Der ruhende Pol in Barths Rennfahrerleben ist seine Freundin Arlinda. Sie ist, wann immer möglich, bei den Rennen mit dabei. Wenn Freddy auf der Piste ist, geht bei ihr das große Zittern los. Und riesengroß die Erleichterung dann bei Rennende. Ich bin da, um ihn zu unterstützen und für ihn auch da zu sein. Aber jetzt genau bei solchen Situationen, ich weiß nicht, wenn er das macht, dass er noch so ruhig bleiben kann. Ich auf jeden Fall könnte es nicht. Meine Hände schwitzen schon wieder, mein Puls ist auf keine Ahnung wie viel. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr nervös und ich fiebere mega mit. Trotz des Ausscheidens beim 2. Rennen bleibt für Freddy keine Zeit, sich auszuruhen. Er muss nach Japan reisen, wo der nächste Lauf stattfindet. Vielleicht gibt's ja dort etwas zu feiern.